damit herzlich willkommen zum ersten LS22 Let's Play hier auf diesem wunderschönen Kanal. Ich grüße euch. Jo, Startschuss. Es geht los. Genau um die Uhrzeit jetzt. Hier ist es 9 Uhr morgens an einem Freitag. Der Startschuss ist gefallen. Und ihr werdet mit LS22 Videos von links und rechts, von oben, von unten, von Deutsch, von Türkisch, von Englisch, von habt ihr nicht gesehen, werdet ihr ab sofort, wenn ihr mal auf eure Uhr guckt, zugeschissen werden. Original zugeschissen werden. Ich muss das Wort einfach mal so benutzen. Deswegen, wir starten heute auf der M-Creek Map. Ne, die französische Map hat mir nicht so zugesagt, deswegen bleiben wir mal eher im amerikanischen Bereich. Auf der M-Creek Map und wir machen erstmal ein stinknormales, easy peasy Let's Play. Wir starten auf einfach, wir cruisen erstmal rein. Ja, wir gucken uns erstmal das so ganz geschniege Gepiepe an. Im Singleplayer versteht sich, ich habe sogar schon Mods aktiv und so weiter und so fort, sind aber nur Skriptmods, also von daher. Ne? Und wir fangen einfach von klein an und machen einfach mal so, bis dann irgendwann mal was Neues kommt. Ne? Wisst ihr im Bescheid. Was ich euch ans Herz legen kann, schaut auf Kornhub vorbei, verlinke ich in der Videobeschreibung. Da kommen heute 5 Videos, wenn mich nicht alles täuscht, sämtliche Erklärungen und Tutorials über die neuen Funktionen, wo man das Ganze im Detail dementsprechend zeige. Hier werde ich es halt einfach so machen, wie ich es halt mache, weil ich weiß ja schon, wie es geht und werde jetzt nicht großartig viel dazu erklären. Gut, das sollte es für den Einstieg hier gewesen sein. Wir sind im Charakter-Editor und das heißt, wir werden uns jetzt erstmal unseren eigenen Charakter zusammen grübeln, ja, beziehungsweise zusammen äumeln. Ein bisschen Auswahl besteht ja insgesamt. Ja, naja, was hier ist ein bisschen? Also wir können eigentlich nur den hier wählen, weil das ist dann hier weiblich. Ich meine, wir können auch eine weibliche Figur spielen, aber ach, keine Ahnung. Wählen wir hier den ganzen Spaß aus. Wir nehmen natürlich eine Klatze, ist ja ganz klar. Bartechnisch gesehen würde ich mich eigentlich, ja, warte mal, ich will mal hier die Farbe ändern, wie ich mich gerne hätte, ne, aber halt nicht werde. Da würde ich mich sehen, ja, hier nicht so, hier auch nicht so, ja, so sehe ich mich jetzt persönlich auch nicht, also ich sehe mich so, ja, gegebenenfalls so, ja, also das deswegen. Ein Oberlippenbart, den lassen wir mal weg, das ist jetzt nicht so, obwohl, ich sag mal so, gibt Schlimmeres, gibt Besseres, ne? Also von daher, nö. Nun, wir können ja hier hin und her switchen über alles und markentechnisch anziehen und so nicht anziehen oder whatever. Ich würde sagen, wir bleiben mal bei Engelbert Strauß, ne? Einfach mal so. Wir könnten theoretisch gesehen, auch wenn wir den Overworld wieder wegnehmen, könnten wir, kurz mal Hand hier, vielen Dank, könnte man auch einzelne Dinger wieder mit reinnehmen, das wäre jetzt auch nicht das Problem. Hier, so und da und habt ihr nicht gesehen, das würde jetzt rein theoretisch gesehen auch gehen. Wir haben nichts mehr mit Fortschritt drin, ne? Für jetzt Batman, muss man dazu sagen, aber ja, wir bleiben jetzt mal bei Engelbert Strauß. Können hier gegebenenfalls noch anpassen, wenn wir das denn möchten, aber prinzipiell ist es vorgegeben. Wir können uns hier noch eine Kappe, einen Motorradhelm, einen Hut oder sonst was aufsetzen. Ich bleibe einfach mal bei Nichten. Handschuhe brauchen wir jetzt persönlich auch nicht und Sonnenbrille nehmen wir einfach die und gut ist, ne? Deswegen, so wird's, so bestätigen wir's. Wir sehen uns ja im Singleplayer auch selber ähnlich. Gut, Thema Einstellungen. Wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, wenn er das von den alten Spielständen jetzt nicht übernommen hat, die ich hier für irgendwas genutzt habe, doch. Wir haben saisonales Wachstum, haben wir ein, wir haben Tage pro Monat einen Tag, ja, also wir müssen theoretisch gesehen in einen Tag, dann switcht der Monat zu. Würde ich jetzt erstmal so lassen, visuelle Jahreszeiten aus, dass wir den dynamischen Wechsel haben, wir haben auch Schnee, wir haben Fruchtzerstörung an, wir haben Flügen notwendig aus, wir haben Steine an, wir haben Kalken an, wir haben Unkraut an, Schmutz an, alles an, Spritverbrauch niedrig, können wir auf Spritverbrauch normal gehen und der Rest sollte soweit passen. Im einfachen Schwierigkeitsgrad haben wir hier einen Hof zur Verfügung gestellt, der ist jetzt nicht besonders schön, aber ist halt so scheint Standard. Und wir haben, wenn wir einmal hier hochgehen, na, Dankeschön, haben wir Feld 45, Feld 44 und Feld 46 schon mal mit zur Verfügung. Das ist ganz nett. Uns wird der Deutsch Topliner hier mit reingegeben. Das sollte auch nicht das Problem sein. Aber was ich hier schon gerade wieder merke und was ich ja nun gar nicht schön finde, ist dann, achso, und wir könnten das Radio dann dementsprechend auch anmachen. Lassen wir jetzt aber in dem Fall einmal aus, weil ich habe die No Copyright Sounds dementsprechend noch nicht so reingesetzt, wie wir sie reinsetzen müssen. Vereinfachte Kransteuerung ist im Übrigen auch aus, weil ist jetzt auch nicht so das, was ich sage, finde ich jetzt geil.
Deswegen. So, das passt hier, da, automatischer Motorstart, weiß ich genau, aus. Und Anhänger Fülllimit schalten wir auch mal mit ein. Könnt ihr euch vielleicht dann auch gleich mal noch interessieren, wie das da aussieht. So, also, Schneidwerk dran. Ding läuft. Wir können das Ding ja nochmal neu starten. Ja, Sounds sind durchaus schon anders. Neben denen haben wir dann hier noch einen Johnny mit einem Grubber, eine Saatmaschine und hier haben wir noch den Massey Ferguson, die ganzen Oldtimer-Dinger und so ein Lizard-Truck haben wir natürlich gleich hier standardgemäß zur Verfügung. Dann klappen wir den ganzen Schlüssel mal auf und dann bewegen wir uns hier auch schon zu unserem ersten Feld. Da haben wir Weizen drauf, nutzen wir dann dem in Ort, das ist schon sogar richtig eingestellt. Ah, jetzt habe ich es verkackt. So, war sogar schon in dem Fall richtig eingestellt. Ja, und dann arbeiten wir einfach mal so daher. Ne? Ist jetzt alles aktuell natürlich ohne Curseplay, ohne Autodrive, ohne GPS vor allen Dingen. Wird also alles krumm und schief werden. Ich sag's euch so, wie es ist, es wird krumm und schief werden. Das Schöne ist, wir haben hier das eine Feld halt schon angesehen. Die anderen zwei Felder, seht ihr ja, ist jetzt hier momentan nichts drauf. Die müssten wir dann dementsprechend gleich noch bearbeiten. Ja, habe ich nicht irgendwas von schief und krumm erzählt? Ne, da haben wir's. Wunderschön. Hätte aber jetzt auch nichts anderes von mir erwartet zu meiner Person. Ich freue mich schon, wenn der GPS-Mod wiederkommt. Ne? Am liebsten der von VCA. Der von Wopser ist aber auch vollkommen okay. Aber vielleicht ein bisschen einfacher als der am 19er. Ne? Würde ich mir wünschen, wenn ich einen Wunsch frei hätte. Deswegen. Aber ja, so sieht es dann einmal aus. Und somit fahren wir hier mit 10 km/h. Es bleibt links und rechts verstehen. Ich glaube, ich kann mir die Geradenbahn kann ich mir hier schenken. Alter. Naja, zweite Bahn, eine Fuhre drinne, Forsche drinne, ja, hier geht genauso weiter. Es lübt, meine Damen und Herren, es lübt. Gut, aber bleibt halt ein bisschen was stehen, auch kein Problem. Warten wir kurz, bis das hier raus ist. Drehen wir einmal wieder rum, können ja nacharbeiten. Ne? Ist halt auch nicht das Problem, wir können ja nacharbeiten. Ist so alles ziemlich eng hier, muss ich sagen. Ne? Also, optimal vom Hof her, also jetzt für die Fahrzeuge hier, mag das alles schleichen. Sobald es dann ein bisschen größer wird, eher kritisch. Zugegebenermaßen, auf so einem Feld braucht man jetzt auch nichts Größeres, ne? Klar. Aber, ich versuche jetzt hier mal eine halbwegs gerade Bahn mit reinzuzimmern. Mal gucken, ob mir das nicht verwehrt bleibt. Schwierig. Ja, also eine Weile, dann hat man hier den Dings drin. Jetzt halten wir uns sehr nah daran. Naja. So. Passt, 1900 Liter haben wir schon mal. Immerhin. Gut, man hätte jetzt so persönlich ein Vorgewende machen können, dann hätte man vielleicht die Problematik mit den Wänden wiederum nicht. Ich weiß. Aber egal. Wir machen das jetzt einfach mal. So, mal zu, wie weit wir hier kommen. Und wie das so alles wird. Oder auch dementsprechend nicht wird. Wir haben da, ich weiß gar nicht, haben wir standardgemäß was im Lager? Nö, haben wir nicht. Okay. Nicht mal auf einfach. Wird uns nicht gegönnt. Okay. Generell handelt es sich hierbei um eine Preview-Version. Ne, sollte ich vielleicht noch sagen, sollte aber euch klar sein, weil der Release ist ja noch nicht. Das heißt, wenn jetzt hier noch irgendwelche Fehler schon auftreten und KUKAG, findet ihr vermutlich dann in der Release-Version nicht mehr. Ich sage extra vermutlich, weil ich weiß es nicht. Das ist das Problem, deswegen kann ich da aktuell nur so drauf hinweisen damit. Ne? Deswegen, aber alles was dann KI-Helfer, was haben wir sonst noch, Bodenbearbeitung, Tiere, Baumodus und habt ihr alles nicht gesehen, alles auf Kornab. Schaut auf den Kornab-Kanal vorüber, das ist heute den ganzen Vormittag bis Mittagreihe, irgendwie sowas in der Richtung. Wenn mich nicht alles täuscht, und falls es jetzt nach dieser Uhrzeit ist, müsste alles online sein. Viel Spaß. Sind auf jeden Fall, aber bin mir gar nicht so sicher, knapp 2 Stunden oder 3 Stunden Content. Ne? Also jetzt kein Gameplay-Content, sondern also doch Gameplay schon, aber halt Erklär-Content und Zeig-Content, Tutorial-Content, dass ihr euch darauf einstellen könnt. Deswegen, und da kommt jetzt am Sonnabend noch was, da kommt noch am Sonntag was und am Montag, wenn dann E-Release ist, dann ist ja sowieso partyhart, ne? Also von daher, was das Schöne ist, es werden wohl relativ schnell neue Mods kommen. Gerüchten zufolge. Und wisst ihr warum?
weil ich habe jetzt hier drin auch Mods. Also ich habe zum Beispiel Fast Forward, also schnelles Vorspulen oder Player Speed oder ich habe andere Paletten. Habe ich alles noch für diese Demo-Zwecke, halt, für diese Tutorial-Zwecke gebraucht. Und das sind alle Script-Mods, das sind relativ simple Script-Mods, also die theoretisch gesehen nur spielinternes Zeug abfragen. Und die konnten ganz einfach übernommen werden und mir wurde soweit bestätigt von einer erfahrenen Quelle in dem Bereich, dass es wohl sehr, sehr einfach ist, LS19-Mods in den LS22er zu konvertieren. Also es soll wohl nichts im Vergleich zu dem sein, was vom 17er zum 19er war, sondern es wurde ein bisschen was verfeinert, also sprich ein bisschen was vereinfacht, sodass halt Pfade angepasst werden müssen, ja, und dann hier ein bisschen paar neue Parameter, und das ist es dann scheinbar auch schon gewesen. Also es gibt kein neues Textursystem, kein neues Dings und so weiter und so fort. Das gilt jetzt erstmal nur für Mods, ne? Map-technisch gesehen weiß ich nicht, wie es wird. Und das ist wohl recht simpel und somit, laut der Einschätzung der Quelle, wird es relativ zeitnah, voraussichtlich, viele Mods kommen. Da können wir uns natürlich drauf freuen. Ne? Da habe ich ja dementsprechend auch mal gar nichts dagegen. Wo ich auch gar nichts dagegen habe, ist hier einmal unseren Deutsch-Drescher abzudanken. Ne? Und da haben wir nämlich einmal hier dieses kleine, niedliche Feld durch. Wir haben das Feld hier unten noch. Das ist aber, wenn ich sehe, abgeerntet. Also, naja, nicht der passendste Start, muss man auch dazu sagen. Aber gut. Wir haben jetzt auch das Stroh, mit dem wir rein theoretisch gesehen nichts anfangen können. Okay, ich habe jetzt hier 50% drin. Gerade mal gucken. Sind wir da leer? Ja, da sind wir auch erfolgreich leer. So. Ich spiele aktuell mit Automatik und ich spiele aktuell weiter noch mit Maus und Tastatur. Ob ich mir für den 22er ein Lenkrad gönne, ich weiß es nicht. Aber es gibt jetzt, muss ich das aufklappen? Ne, muss ich nicht. Ist, oder? Halt, bin ich jetzt doof? Ich hab's aus der Demo schon wieder vergessen. Nö. Es wird jetzt im Dezember, wird's noch auf dem Kanal hier eine Kooperation geben. Und im Zuge der Kooperation kommt wohl ein Lenkrad, also was ich bekomme. Und das soll wohl relativ geil sein. Also jetzt nicht so Logitech, Mogitech, sondern was richtig so. Habe ich noch nie gehört, die Firma, aber ist so manufakturmäßig. Und wenn das alles durchgeht und wenn ich das so richtig verstanden habe und ich das behalten kann, dann haben wir dann ein neues Lenkrad. Und ja gut, dann warte ich da erstmal. Ne? Klar, warum sinnlos Geld ausgeben, wenn es nicht Not tut? Ne? Muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Gut, dann haben wir das Ganze jetzt hier ins Lager reingehauen. 4000 Liter, hip hip hurra. Aller Anfang ist ja leicht, ne, eher nicht, eher schwer, ne? Aber aller Anfang ist vor allen Dingen wenig, das muss man auch dazu sagen. So, dann klappen wir hier den ganzen Spaß einmal ein. Hauen das Ganze hier so drauf. So, versuchen das Ganze halbwegs ordentlich zu machen. Jawollo, jawollo. Und ihr seht, Schneidwerke tätschen, auch alles wieder wunderbar. Müssen wir uns da auch kleine Gedanken drüber machen. So, und dann können wir das einmal erfolgreich ausschalten. Nun, wir haben nur 100.000 Euro. Das ist, wir können Kredit aufnehmen und alles, ne? Klar, klar, klar. Aber das ist nicht gerade viel. Wenn ich mir das Ganze hier so anschaue, also hier steht der mit dem Grubber, mit dem Rabe IG. Nö, wir gucken uns das Ganze mal im Shop an, ne? was wir hier über was für eine Arbeitsbreite wäre. Mit 2,5 Meter. Hm. Angenehm, na klar. Wir haben den Traktor. Mit 190 PS, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ne? Also der Johnny hat ordentlich Power. Mit 35 km/h aber auch arschlangsam. Wir haben den etwas moderneren Johnny mit 175 PS Power. Okay. Und wir haben hier den Marseille Ferguson mit ebenfalls 170 PS Power. Das heißt, wir könnten uns eigentlich arbeitsbreitentechnisch schon mal höher bewegen. Wenn ich sehe, 90 PS hier. Das ist eigentlich nicht so das Sinnvollste. Wir haben hier die Saatmaschine. Da sind wir bei 125 PS. Ja, vielleicht können wir auch einfach was zusammenstreichen. Brauchen wir drei Traktoren? Gleich zum Anfang eigentlich nicht, ne? Das Ding ist, ihr seht ja auch, der Shop-Video, Erklärungsvideo kommt auch auf Kornab heute, nicht morgen. Ihr seht ja auch von den Preisen her hier, könnte man da in der Tat ein bisschen was rausholen? Könnten den Johnny abgeben? Vielleicht könnten wir den Johnny hier abgeben. Der hatte wenigste Leistung von allen. Naja, der hatte wenigste Leistung von allen. Damals war nur Johnnys da. Aber der bringt die meiste Kohle. Ich glaube, das machen wir so.
Wir geben den hier ab. Ja, wir geben den einfach mal ab. Ich nehme die Saatmaschine hier hinten gleich mit. Sehr schön. Da ist sogar schon Saatgut drin. Ist ja auch wie ein bisschen nett. Die werde ich mal hier ablegen. Bam. Sehr schön. Und dann werden wir einmal Richtung Händler fahren. Und dann werden wir den einfach gleich mal verhökern. Ja gut, das ist halt der schnellste mit 42 km/h in dem Falle, ne? Aber da werden wir den dann gleich mal hier mit verhökern, beziehungsweise ich nutze den dann erstmal noch aufgrund der Geschwindigkeit, um hin und her zu fahren. Und dann werden wir gleich mal die ersten Teile hier upgraden. Sind jetzt keine großen Felder, aber ich sag mal so, die nächste Stufe wäre ja schon mal schön. Ne? Wenn ich gleich mit der Väterstätte hier arbeiten oder so, aber die nächste Stufe wäre generell schon mal nicht so das Verkehrteste, ne? Insgesamt. So. Gut, dann sind wir einmal hier angekommen. Der Händler ist jetzt auch ein bisschen schmucklos und alles, ne? Aber wie gesagt, das war auch nicht anders zu erwarten. Und da habe ich auch gar nichts dagegen, muss ich auch dazu sagen. Ich habe da jetzt nicht so die Ansprüche, ne? Muss ich ganz gestehen. So, dann, ach ja, ich muss ja gar nicht mehr abkoppeln. Habe ich schon wieder vergessen. So, können wir sogar noch konfigurieren. Was können wir hier noch rankonfigurieren? Gar nichts, sehr schön. Das heißt, wir verkaufen es. Schön. Haben wir schon mal 29.000 und jetzt können wir uns mal anschauen, welche nächste Saattechnik wir hier nehmen. Also ja, das war wirklich der absolute Einsteiger. Aber gut, wir haben 3 Meter, 3, hoppala, das wollte ich nicht. Wir haben die Kuhn mit 4 Metern, dann kommt das Ding hier vorne alles wieder dran. Das nächste Ding ist schon wieder Pöttinger, braucht schon wieder 210 PS Leistung. Ja, 6 Meter sind wir dann schon wieder bei 270, also einen großen Vorsprung, bis auf, dass wir mehr Saatgut und alles transportieren können, haben wir in dem Bereich schon mal nicht. Und die Einzelkorn-Saattechnik ist weiterhin immer nur noch für hier, also mal so, könnte man sagen, halt, wo haben wir es, hier, für Mais, Sonnenblumen, ne? Sojabohnen gehen damit auch, aber das ist man halt trotzdem eingeschränkt, ne? Also es ist jetzt, hat sich jetzt da gesehen, auch nicht viel geändert. Ja nun, 3 Meter, 600 Liter, 3 Meter, 1600 Liter ist halt schon deutlich mehr, braucht 165 PS, selbst das Ding braucht schon 220 PS an Leistung. Ja, das ist gar nicht mal so wenig, holy moly. Können wir den noch upgraden? Das wäre so die Frage. So, konfigurieren, aber ich glaube, die Oldtimer kann man nicht weiter konfigurieren. Ja, wir können Frontlader dran bauen und wir können Kennzeichen dran machen. Schön. Ja, dies ist dann aber auch schon gewesen. Traktorentechnisch gesehen ist momentan, also alles, was so über 200 PS liegt, boah. Also da müssten wir erstmal ganz weit hinter, ne? Also so die Richtung. Ja, so bis 205 PS ist der ja Maximum, da sind wir schon 120.000 los. Wenn dann Kategorie mittelgroße Traktoren reingehen, so ein Fendt 700, ne, so 150 bis 246 PS, da haben wir aber auch schon wieder ordentlich Geld liegen lassen hier. Da glaube ich, müssen wir gleich mal mit Krediten arbeiten, ansonsten wird das nichts. Ne? Hier ist der Marcel Ferguson, den wir noch haben. Ne, das ist jetzt den, den wir hier haben, aber wie gesagt, der lässt sich selber auch nicht weiter konfigurieren, ist halt Oldtimer. Wir können den neuen MF mal nutzen. Ja, auch hier, das gehört alles schon in der Kategorie mittelgroße Traktoren. Da haben wir bis 220 PS, ist jetzt auch nicht so das geile Teil, muss man sagen. 190 PS lässt sich auch nicht weiter mit dementsprechend fahren. McCormick ist ja angeblich so das Deutsch der USA. Ob das stimmt, keine Ahnung, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren bestätigen oder dementsprechend auch nicht bestätigen. Und dann haben wir hier den 7700S. Ja, da geht schon mal bis 280 PS, kostet aber dann auch schon fast wieder 200.000 Ocken. Halleluja. Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir doch Betriebsänderung, beziehungsweise Planänderung hier. Das Tennwinkel kann mal hier bleiben. Dann haben wir schon mal 218.000, das ist vollkommen in Ordnung. Und von den 218.000... man könnte sich sogar schon einen Chassis Beep gönnen. Oder ein Deutsch. Chassis Beep, geil, kann man aber nicht upgraden, ist dafür ultra schnell. Der Deutsch, da reicht es nicht ganz, lässt sich auch nicht upgraden. Es wird, denke ich mal, der MF8. Da haben wir bis 325 PS Leistung.
Ja doch, den nehmen wir. 50 km/h, ordentlich. Ordentlich, ordentlich. Wir haben jetzt standardgemäß 225 PS da drin und könnten für 50.000 mehr bis 325 PS bekommen. Das ist mehr als in Ordnung, würde ich sagen. Also, das ist mehr als in Ordnung. Können wir noch hier Kennzeichen eingeben, wenn wir Bock haben? Ist ja okay, Problem. So, halt, würde mal hier vorne und hinten Kennzeichen aktivieren. So, Typ 1, Typ 2. Achso, hier Typ 1, Typ 2, SL, Uppala, SLP. Machen wir hier ein Minus, 1993. Und dann noch ein Minus. Ja, okay. Schön ist jetzt anders, aber nach Schönheit hat, glaube ich, jetzt gerade keiner gefragt, ne? So, gut, nehmen wir, würde ich sagen. Wir könnten so mieten. Stimmt, wir könnten ja auch Geräte mieten, beispielsweise. Also Traktoren würde ich jetzt nicht mieten, das wird auf die Dauer zu teuer. Aber, stimmt, Gerätschaften, wenn sie dann erstmal doch nicht werden, die können wir ja auch erstmal mieten. Hm, stimmt, so. Marsee, Ferguson, 8S. Schönes Dachverlicht, haben sie mittlerweile alle. Sehen wir nicht schick aus? Wir sehen schick aus, oder? Sehen wir. So. Ach, das ist gleich ein ganz anderes Geschwindigkeitsgefühl hier. Ei, Wahnsinn. Dann fahren wir einmal hier rückwärts. Und dann fahren wir einmal hier wieder dran, holen uns das Gewicht hier damit. Und da haben wir jetzt 225 PS. Da müssten wir jetzt trotz all dem... Ich glaube, wir fangen erstmal mit dem Grupper an. Ne? Vielleicht ist das einfacher. Grupper unterscheiden sich jetzt durch Flachgrupper und durch normale Grupper. Also der Unterschied ist, bei den Flachgrubbern sieht es anders aus und wird fürs Saatbett vorbereitet, was eine Stufe ist. Ist aber am Ende des Tages das gleiche in grün wie der normale Grubber. Beim normalen Grubber, also beim tiefen Grubber in Anführungsstrichen, kommen halt Steine mit hoch. Bei den Flachgrubbern kommen halt keine Steine mit hoch. Ne? Das ist so der einzige Unterschied zwischen den Dingern. Wir haben das Ding mit 2,5 Metern. 140 PS, 106 PS, 108 PS, 225 PS. Das würde gerade so gehen. Wir haben 5 Meter. Eieieiei. Und das ist kein Flachbett. Also das ist ein normaler. Schwierig. Hier haben wir zum Beispiel 250 PS, ne, für 6 Meter. Ne, ihr seht hier 5 bis 8 Meter, also sogar noch einstellbar. Hier braucht man deutlich weniger Leistung bei den Flachbettdingern als wie Dings. Wir könnten logischerweise auch mit Scheibenecken arbeiten. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Mhm. 180 PS, 6 Meter. Das ist natürlich auch mehr als okay. Wir können sogar schon... Ah, nee. Also der Köckerling... Ja, gut. Puh, wir können zwischen Akromas und Köckerling entscheiden. Ich werde den Köckerling nehmen, um ehrlich zu sein. 45.000 Euro. Da brauchen wir erstmal noch ein bisschen Kohle. Ja, moin. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich muss hier nur noch gerade mal gucken, vielleicht... Warte mal, ich werfe nämlich einfach noch einen Traktor weg. Und zwar den MF. Den anderen MF hier, den hauen wir weg. Und dann nehmen wir einmal gleich noch das ganze Zeug hier mit von den Johnny. Dass das gleich mit wegkommt. Und den Johnny behalten wir dann in dem Falle. Das ist, denke ich mal... Halt, das wollte ich nicht. Ich wollte hier vorne das mal abmachen. Dankeschön. Das mal dran machen. Schick schön. Vielen Dank. So. Gehen wir kurz hier rein. Machen wir das mal hier. So. Rückwärts. Ran damit. Und dann verkaufen wir den. Und dann haben wir trotz all dem immer noch 3 Traktoren. Na? Und haben Leistung. Achso. Die Karre kommt auch weg. Wartet mal, da kann ich euch sogar den Helfer zeigen. Ist doch wie schön. So, moin mein Hübscher. Bonbon, Inhalt wird gespeichert. So, ich würde gerne einen Job starten. Wie gesagt, ausführliche Erklärung bei Kornhub, meine Hübschen. Und Job starten. Ja, und natürlich im Let's Play, passend, findet erstmal wieder einen Weg nicht. Klarer Fall. Klarer Fall. Aber kein Problem. Stellen wir das Ganze halt nochmal ein. So, Job erstellen. Freie Fahrt bitte. Job starten. So, dann kann der nämlich erstmal machen. Das Ding verkloppen wir. Braucht keiner. Sinnlos. Also wenn man vielleicht über die Karte fahren will oder so, aber... alles zu Geld machen, was geht. Wir müssen auch wie im 19er effizient
denken? Effizient denken. Ja doch, effizient denken. Ne? Klar. So, der fährt uns so ganz gut weg. Ne? Klar, der hat seine 120 km/h, der Maximum drauf. Aber seht ihr diese krasse Sichtweite? Es ist, ist echt schon geil. Man muss sagen, man kann, wie gesagt, von der Grafik hier halten, was man will. Viele werden es bestimmt nicht so geil finden, weil es nicht so ein wirklicher Fortschritt ist. Ne? Also Fortschritt im Sinne von Upgrade. Es sieht jetzt aber auch nicht schlechter aus wie der 19er. Wir haben jetzt so eine Mischung. Die Lichteffekte sind deutlich geiler, finde ich jetzt. Ne? Und ansonsten, ja, geht das Ganze. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, wo wir die Preview bekommen haben, haben viele, also unsere Truppe Werner und so, haben gesagt, irgendwie komisch. Aber ich muss, also mir persönlich, ich habe aber auch schon wieder keine, oh ja, seht ihr, was der Helfer macht? Ja, sehr gut. Ich persönlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Stunden habe ich jetzt in dem Spiel schon. 10, 12, 14, ich weiß es nicht. Ich habe mich schon wieder so dermaßen dran gewöhnt, mir fällt es schon gar nicht mehr auf. Ne? Also, und das wird euch genauso gehen. Ne? Gebe ich euch Brief und Siegel drauf, das wird euch genauso gehen. Deswegen da nicht sich Körre machen lassen. Ne? Oder so. Das ist alles easy. Das ist so, vielleicht am Anfang sieht es vielleicht oder fällt es ein bisschen auf und man denkt so, aber nee. Das haut schon alles hin. So, da haben wir schon wieder 135.000. Das freut mir. Und dann würde ich sagen, eine Scheibenecke. Da haben wir natürlich jetzt den Nachteil, das Unkraut kommt schneller. Dadurch, dass wir Unkraut aber eh bearbeiten. Ne? Also im Sinne von, im Sinne von wegmachen. Und das auch immer zeitnah oder eigentlich sofort. Ne? Wir haben ja immer noch unsere Strategie vom 19er. Die klappt jetzt hier am 22er auch. Gegebenenfalls mit ein paar Anpassungen, weil wir jetzt ja zum Beispiel noch Mulchen und Walzen und Spaten und haben wir nicht alles gesehen haben. Obwohl auch Spaten und Co., das sind alles wieder nur Alternativen zum Pflug. Aber das erkläre ich euch auch heute auf Kornhub. Und zwar beim Thema Bodenbearbeitung. Und das kommt irgendwann um 11 Uhr, um 10 Uhr rum. Wie gesagt, je nachdem, wenn ihr auch die Videos hier seht, ne, dann könnte schon alles draußen sein. Deswegen, da erkläre ich das dann dementsprechend auch nochmal. Gut, dann haben wir den Köckerling hier. Ich freue mich in Ast. Und dann, dann fahren wir erstmal ins falsche Feld hinein. Ja, das Fire Department haben wir dementsprechend auch hier. Ne? Ich hoffe auf jeden Fall am heutigen Tage zum Release, dass mindestens ein Video vor dem Fire Department kommt von dem Kollegen Benny. Also jetzt ohne irgendwelche, ne, negativen Vibes oder so. Ich würde es einfach freuen, ne, weil das würde halt einfach passen. Ne? Aber gut. Gut, wir haben das ganze Ding aufgeklappt. Ne? Soundtechnisch auch, ne? Mashallah. Könnte vielleicht aktuell noch ein bisschen leise sein, wenn die Sounds zu leise sind. Sagt es mir gerne. Für mich ist es relativ angenehm, aber ich möchte dann natürlich nach euren Wünschen gehen. Und jetzt fahren wir hier mit 18 km/h durch. Ne? Ist das herrlich oder ist das herrlich? Das ist herrlich. Ne? 18 km/h. Und ihr seht, so sieht das jetzt hier aus. Ne? Das ist halt eine komplett neue Textur. Und das ist aber gekrubbert. Ne? Beziehungsweise, was hier ist gekrubbert? Das ist jetzt mehr oder weniger Saatbett. Also wenn wir uns das Ganze zum Beispiel auf der Karte anschauen, gehen wir einmal hier hoch, schauen uns das Ganze hier im Oberdings an, sehen wir hier, das ist jetzt Saatbett. Ja, also, wenn, nee, Quatsch, Stoppelsturz, so rum, nicht Saatbett, Stoppelsturz. Ne? Und das ist am Ende gegrubbert. Also, es hat die gleiche Funktion wie gegrubbert. Ne? Also, das Spiel macht da jetzt keinen Unterschied. Ich kann jetzt mit der Scheibenecke jetzt Schinken mal weitermachen. Und als nächstes holen wir uns eine Saatmaschine. Die wollte ich eigentlich, oder hatte ich eigentlich eher noch vor zu kaufen, aber naja, egal. Holen wir uns auf jeden Fall noch eine Saatmaschine und wir können mit der Saatmaschine jetzt ja auch arbeiten. Das geht. Ne? Nachteil, es kommt halt schneller Unkraut durch. Ne? Ist halt so ein bisschen an die realen Gegebenheiten, wenn das im Real Life auch so ist, halt angepasst. Ne? Das ist so das einzige Ding am Ende. Und boah, ich finde es ganz nett für alle, die da immer viel Wert drauf gelegt haben, die haben es jetzt halt. Ne? Für alle, die sagen, mir ist das vollkommen egal, die müssen, also was heißt die müssen, die können das ignorieren. Sie müssen halt nur wissen, dass dieser Zustand das gleiche ist wie grubbern. Ne? Mit einem Nachteil. Aber das war's dann auch. So, Goodie, dann machen wir das mal so. Also, das könnt ihr im Übrigen nicht abschalten. Ne? Also ihr könnt Steine abschalten und sowas und alles. Ne? Was ihr aber nicht abschalten könnt, ist zum Beispiel dann diese negativen Effekte von der Scheibenecke. Die sind halt einfach da. Die lassen sich auch nicht abschalten.
die sind im Spiel in dem Falle mit integriert. Ja, das nur so vorab noch gesagt. So. Ich würde sagen, das Feld machen wir hier noch fertig, was das Grubbern bzw. Scheibenecken angeht. Und dann belassen wir es auch erstmal hier dabei, bei der ersten kleinen Folge. Denn ich habe nicht mehr viel Zeit, um das Video hochzuladen. Es ist gerade Freitag, es ist 8.16 Uhr. Um 9 Uhr kommt das Video raus. Also ich grüße mich selber kurz aus der Vergangenheit, also von der Zukunft in die Vergangenheit und wieder zurück und hallo und hallo. Ja, und da muss ich mal weitersehen, wie es aussieht. Wir streamen heute Abend, denke ich mal, auch je nachdem wie viel da noch ansteht und so weiter und so fort. Vielleicht fangen wir schon späten Nachmittag an, wenn nicht dann spätestens abends. Aber jetzt um 9 Uhr streame ich nicht. Ne? Wer da ist, generell, wie gesagt, hat sich jetzt hier das Video gegönnt. Ihr guckt gerne bei Werner, guckt gerne bei Stefan. Die machen einen Marathon, die streamen jetzt das ganze Wochenende 12 Stunden am Stück jedes Mal durch. Ich habe mich dagegen entschieden, wir streamen heute Abend, weil ich will nicht das Spiel oversuchten. Ne, weil ich kenne mich und dann geht schnell die Motivation wieder verloren und bla bla bla. Ich habe wohl mehr Spaß an Videos, ne, das aktuell, das, deswegen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Ganze. Ich freue mich, meine Damen, meine Herren, divers. Ich bedanke mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Entweder kommen die noch heute oder morgen oder whatever, aber geht mal eher noch von heute aus. Ne? Deswegen, das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, checkt Pornhub ab für die ganzen Tutorial- und Guide-Videos. Ich bedanke mich. Tschüssikowski. Tschüss.